An diesem Wochenende hat der Parteivorstand mit einer breiten Zustimmung den Wahlprogrammentwurf verabschiedet als Leitantrag für den Parteitag. Vorangegangen ist eine breite Beteiligung in der Partei und vor allen Dingen eine Gesprächsoffensive in die Gesellschaft hinein. Wir haben mit den Menschen an den Haustüren, teilweise in ihren Wohnzimmern, auf der Straße und in den Stadtteilen diskutiert, was sie ändern würden. Wir haben in der Partei verschiedene Regionalkonferenzen durchgeführt und jetzt am Wochenende hat der Parteivorstand konkret entschieden. Unser Wahlprogramm trägt den Titel Sozialgerecht für alle und trägt nun auch das Siegel geprüft und für gut befunden. Wir haben natürlich jede Menge Änderungsanträge noch angenommen. Da kann man auch sagen, ist ja der Entwurf dadurch noch mal klarer geworden, ist verbessert worden. Der Kurs, den wir beide zu Beginn des Jahres vorgeschlagen haben, ist noch mal etwas geschärft worden. Man kann sagen, dass unser Kurs mit einer breiten Zustimmung bestätigt worden ist. Klar ist, bei uns stehen die Inhalte im Zentrum. Wir sagen, wie sozial gerecht geht, und zwar konkret und verlässlich. Da reden wir Klartext, benennen auch konkrete Alternativen. Die Linke ist die einzige Partei, die bisher wirklich ein durchgerechnetes und auch innovatives Wahlprogramm als Entwurf vorliegen hat. Wir sagen ganz klar, wer eine Zukunft möchte, die planbar ist und die lebenswert ist, der muss für soziale Garantien, für höhere Löhne, für Steuergerechtigkeit und für die Demokratie kämpfen. Deutschland steht möglicherweise vor einer Richtungswahl und in dieser Richtungswahl gilt, nur eine starke Linke ist die Garantie dafür, dass es wirklich zu sozialer Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie kommt, dass es um soziale Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie geht, auch nach den Wahlen. Wie wir das erreichen wollen, dazu machen wir ganz konkrete Vorschläge und reden Klartext in unserem Wahlprogrammentwurf. Es ist völlig klar, ohne Steuergerechtigkeit gibt es nachhaltig keine gerechte Politik. Deswegen haben wir ein gut durchgerechnetes und nachvollziehbares Steuerkonzept entwickelt. Alle sind ja dafür, die mittleren Einkommen zu entlasten. Wir sagen auch, die unteren und mittleren Einkommen haben in der Vergangenheit genug gezahlt. Jetzt müssen sie endlich steuerlich entlastet werden. Wir sagen aber auch, wie das geht. Kurzum, alle unter 7.100 Euro monatlich sollen bei unserem Konzept begünstigt werden. Alle, die darüber liegen, also über 86.000 Euro brutto verdienen, werden mehr belastet. Das heißt konkret, eine Verkäuferin, die 1.700 Euro verdient, bekommt bei unserem Modell 136 Euro im Monat mehr raus. Ein Durchschnittsverdiener oder eine Durchschnittsverdienerin, die 3.400 Euro im Monat verdient, bekommt bei unserem Konzept 211 Euro im Monat mehr raus. Wir können das im Übrigen für alle Einkommensgruppen sauber und nachvollziehbar darstellen, was sie mehr bekommen soll. Das Geheimnis ist, dass der Freibetrag auf 12.600 Euro erhöht werden soll. Das trifft im Übrigen nicht nur die Unteren, die deutlich weniger Steuern zahlen, sondern das führt zu Entlastungen in allen Einkommensgruppen und auch insbesondere in den mittleren Einkommensgruppen. Reiche und Vermögende möchten wir doch aber deutlich mehr in die Verantwortung nehmen. Es gibt gar keinen Grund, warum für sie die Steuern in der Vergangenheit gesenkt wurden. Und deswegen sagen wir, der Spitzensteuersatz unter dem bekannten Sozialisten Helmut Kohl von 53% soll wieder eingeführt werden ab einem Jahresbrutto von 86.000 Euro. Wer über 260.000 Euro verdient, der soll 60% Steuern bezahlen. Und da wir der Auffassung sind, dass die Menschen, die deutlich über 1 Million Euro verdienen, dass das nichts mit ihrer tatsächlichen Arbeitsleistung zu tun hat, sondern sehr unverhältnismäßig hohe Einkommen sind, sollen die auch deutlich höher mit 75% belastet werden. Dazu kommt, dass wir kein Verständnis dafür haben, dass in Deutschland Kapitaleinkommen deutlich weniger besteuert werden als Arbeitseinkommen. Deswegen muss die Abgeltungssteuer abgeschafft werden. Und was ganz wichtig ist, bei der Lohn- und Einkommensteuer haben wir ein aufkommenneutrales Konzept. Das heißt, dort bleibt nichts übrig, sondern was oben mehr belastet wird, wird unten entlastet und das geht null auf null aus.
für unsere anderen Vorhaben, Kindertagesstätten, Gesundheit, Bildung, Erziehung, müssen wir andere Steuereinnahmen haben. Und da steht im Zentrum eine Vermögensteuer von 5% ab der 2. Million. Sprich, wer bei uns Vermögen hat von über 1 Million Euro, muss ab der 2. Million 50.000 Euro für das Gemeinwohl abdrücken. Ich glaube, dass Einkommensmillionäre nicht zu viel geschröpft werden, wenn sie 50.000 Euro pro Million für Straßen, Schienen, Kindertagesstätten und vieles andere mehr bezahlen.